Gut, was brauchen wir Schreier für eine und Mine? Hund. Was mit der Mine? Was brauchen wir für die Mine? So ein Werkzeug. Ich würde sagen. Schaufeln. Es gibt ein paar Schaufeln, glaube ich, schon in der einen Werkzeugkiste. Ja, Schaufeln haben wir schon ein paar. Hier ist nur eine in der einen Kiste. Ich habe schon eine. Ach. Ja gut, diese Steinschaufeln. Bist du gerade? Bitte? Bist du gerade draußen? Ah, hier ist noch eine Eisenschaufel drin. Ach so, ja, ich habe mich nicht wieder gedingst. Ja, du musst dich mal einloggen. Hier ist eine Eisenschaufel. Ja, ich sterb auch nochmal. Also wir haben zwei Metallschaufeln haben wir. Ja, ich habe mir jetzt gerade eine Eisenschaufel weggenommen, aber diese ganzen ja, Steinschaufeln kannst eine. Du genau, die kannst du ja auch fix machen. Ja. Gut. Welche nehmen wir jetzt? Die Mine, dachte ich jetzt. Ja, ach, ich dachte eine Schatzkarte. Nö, eine Mine. Ja, wenn wir dann ein bisschen weitergehen, dann ist doch da gleich dann diese andere Schatzkarte. Ach so. Im verbrannten Gebiet, glaube ich, ist das dann. Stefans Schatz. Hat dann noch jemand einen Schraubenschlüssel? Ja, ich habe noch einen, aber der hat nicht mehr viel. Was ist los? Was? Weil da ist nämlich ein Betonmischer, den können wir auseinanderbauen. Die Not hier ist denn noch. Los? Was ist denn hier los? Kannst du ja auch reparieren. Was? Wo was? Hunde? Boah. Wo bist du denn? Das sind 15 Stück mindestens. Wo bist du denn? Mann, die sind alle tot, aber trotzdem, wie das hier aussieht. Ich renne mir hier gerade einen ab, weil ich denke, Alter, Dennis ist in Gefahr. Oh nein! Dasselbe links wie vorhin. Dasselbe links wie vorhin, gut. Genau. Also das andere links. Nee, gegenüber. Ach, da hat jetzt auch jemand den Baum weggemacht. Ach, hier. Ja, guck mal. Alter. Was eine Sauerei. Gut. Was ein Hundehaufen, ey. Was brauche ich denn da jetzt nicht? Die Sachen lege ich jetzt einfach mal fix alle hier rein. Pulver auch dazu. Eisenschaufel nehme ich mit. Sascha, du kannst den Schraubenschlüssel noch reparieren. Ja? Da sind noch zwei. Der eine hat zwar nicht mehr viel und der andere, naja, auch nicht, aber so, du kannst ja mal versuchen. Ich glaube, die könntest du die zusammenfügen? In der Werkbank. Okay. Hat denn da jetzt in unseren Garten ein Loch gegraben? Da. Ich höre doch schon wieder eine. Ach, da. Wiederten Stahl braucht man, um den zu reparieren. Ja, das ist ja genau unser Problem. Ja, du kannst sie aber mit älteren anderen kombinieren. Ja, klar. Habe ich jetzt schon gemacht. Es hat ein bisschen was gebracht, auf jeden Fall. Ja, zumindest für den Betonmischer. Welcher hat der einen Motor? Obala. Ja, wo seid ihr denn? Ich bin schon draußen. Ich auch. Da? Hast du jetzt auch einen Bergbauhelm, Bertha? Hatte ich schon die ganze Zeit. Ach so. Oh, da haben wir doch schon so eine halbe Mine. Im leeren Vogelnest drauf. Ja, schon wieder ein Zombie. Also, da ist Dennis. Bertha ist auch schon da. Wo ist Sascha? Uns zerlegt hier gerade so ein scheiß Zombie die Mauer, ne? Was? Ach, Mann. Nicht mit mir. Klick mal kurz. Da ist eine Tür. Oh ja, da kommt wieder eine ganze Herde. Horde. Ja, eine Stahlschaufel dabei, wie passend. Geil. Oh. Wenn du,
unbedingt unsere Defense wieder verbessern, ey. Zack. Und Level up. Defense, Schmiefens. Defense kann ja jeder. Guck mal, wie das hier aussieht. Schöne Hunde, alle hier reingelatschen in unsere Stacheln. So, jetzt gehen wir erstmal die Mine checken. Apache. Vollgas. Ein Baumwoll fällt. Herrlich. Diese alle am Schnaufen sind, ey. Oh, ein Vogelnest. Ich möchte mal wissen, wie du klingst, wenn du hier so lang stratzt. Ich würde so gar nicht lang stratzen. Ich würde gemütlich laufen. Bei der Unwetterlage da draußen? Ja. So. Ich glaube, in der Richtung waren wir noch gar nicht groß unterwegs, oder? Nur wo wir hergelaufen sind. Also bei mir war es noch verdeckt. Ja. Oh. Ah. Ach du Scheiße. Ja, da ist er, die Mine. Okay, und da haben wir auch einen Eingang für, oder? Ja klar, da unten siehst du die Tür. Aber ich meine, wo man auch vernünftig runterkommt, ohne sich aufs Maul zu legen. Ja, hier. So wie wir. Okay. So, ist die Tür zu. Ist doof. Na klar. Nicht mehr lange. Oh, da steht doch gleich ein Zombie schon mal. Hinten dran, ja? Oh. Ach da, tatsächlich, so eine Tante. Hallo. Jetzt hinter sich. Und da liegt auch einer. Ich glaube, der lebt auch noch. Nicht mehr. Och, hier sind lauter Pilze. Und eine dicke Mutti. Und so einen anderen Kasper. Oh. Voll vorbei. Was gibt es denn hier? Eine Munitionskiste. Innes, der lebt noch. Echt? Jetzt nicht mehr. Wisst ihr? Hast doch im Griff. Alle wieder, ey. Ich vertraue dir ja voll und ganz. Alter, oh, was gibt's denn hier Fettes? Hier gibt's einen Zementmischer. Ja, den müssen wir abbauen mit Schraubenschlüssel. Wir hoffen, dass da ein Motorball rauskommt, dann können wir auch einen bauen. Yeah! Glaube ja. Ja, aber Autos geben auch Motoren, also recht oft eigentlich. Ich habe bis jetzt noch keinen rausbekommen aus einem Auto. Ein bisschen schade. Hm. Kann man nicht den beim Händler auch abbauen? Nee, da kannst du nichts abbauen. Ah, okay. Verboten. Das ist doof. Oh, Eisen. Der destroyed Cement Mixer. Na, dann zerflippen wir das Ding mal. Mal gucken.
So, was habe ich gekriegt? Mechanical Parts, aber leider kein Motor. Okay. Hier, zerleg mal den Kühlschrank noch. Zerlegt. Und was können wir denn hier abbauen? Gibt's da was Interessantes, Bertha? Das ist Erz. Eisen? Also Eisenerz, mhm. Genau. Da war dann auch unterirdisch. Aber sonst ist hier nicht viel drin, oder? Nee. Ja, das war's. Ist ja doof. Ich hab jetzt gedacht, hier gibt's modsmäßig die fette Mine. Vom Feinsten. Leider nicht. Die müssen wir uns selber buddeln. Ich habe auf jeden Fall schon mal eingeschmiedeten Stahl. Woher auch immer ich den habe. Ich habe 11 auf Tasche, also von daher. Ich habe den vom Zerlegen vom Dings gekriegt. Oh, das heißt, wir können Schraubenschlüssel bauen. Yeah. Schlüssel. 12-mal geschmiedeter Stahl. Hm. Ich krieg hier nur Stein raus. Da guck mal, das siehst du das Orange da das, hinten? Ah, das Orange. Das rostfarbene, hau da mal drauf. Nee, da hier unten, da in dem Stein rein. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn ich hier auf die Säule einschlage, oder? Nein, bitte nicht. Ah, da krieg ich, da krieg ich Eisenerz raus. Okay. Siehst du das? Ja, ja, okay. Das ist lustig. Nein. Doch, die Säule weg, das ist lustig. Nein. hier oben die Stalagmiten, können wir die für irgendwas verwenden? Das ist Nitrat. Immer her damit, wir nehmen alles mit, alles. Gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir uns auch bauen können, ne? Oh Gott, was jetzt? Das war's. Ich hab gedacht, hier wäre vielleicht ein bisschen mehr drin. Schade. Ein Riesenkrater und nix drin. Nix. Das ist ja doof. Ja, da muss halt doch nur so ein Schatz dran glauben, ne? Das ist Holz. Holz? Ja, da drüber ist Holz. Warum auch immer. Holzgerüst. Pass auf, der stürzt die Scheiße hier ein, wa? Ja, deswegen das sieht so geil aus, wenn das passiert. Ja, das ist irgendwie schon passiert. Das ist richtig gut. Du machst mir gerade echt Mut, ey. Du kannst es aber auch nie lassen, ne? Du musst dann immer... So, wo ist denn jetzt hier die Schatzkarte? Müssen wir einmal so schräg hoch, ne? Dass wir zu Stefans Schatz kommen. Richtung Südosten, glaube ich, ne? Da habe ich das, glaube ich, stehen. Richtung... Welche jetzt? Stefans Schatzkarte, oder? Ja. Aber da müssen wir... Nee, mehr. Nordwesten müssten... Nee, Südosten. Aus Südosten müsste es sein. Dapphans Schatzkarte, ja. Nee, gar nicht. Nee, Nordosten. Nordosten müssen wir. Genau. Jenny Schatz Nordosten und ziemlich in den Norden oder jetzt im Taylor. Ja, genau. Und hier unten sind auch noch zwei Stück. Was, wo? Na, auf der Karte habe ich noch zwei Stück. Ich habe auf der Karte auch zwei. Einmal Stefans Schatz und da oben Taylors Schatz. Da habe ich noch einmal einen, der heißt nur Schatz und dann habe ich hier noch einen. Was? Kannst du den mal teilen? Ja, warte, Moment. Da. Okay, Moment. Dann mal. Oh, ein Flugzeug. Blut. Ach, da hinten. Okay, nur Schatz, den habe ich gar nicht. Zwei habe ich auch noch einen. Moment. Ja. Schatz 2. Ach, tatsächlich, da hinten. Ja, wollen wir da erstmal dahin laufen? Weil die sind näher, ja. Oder? Südosten. Das eine ist auf jeden Fall Ödland, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja, müssen wir aufpassen wegen Dehydrieren. Ist, ich muss gerade mal gucken. Der Loot ist auf unserer Insel hinten runtergekommen, ist auch schön. Oh ja, tatsächlich. Da lässt sich aber auch geil ein Haus drauf bauen. Wo gehen wir jetzt hin? Wir können ja theoretisch auf der Insel ein Häuschen neu bauen, inklusive Bunkerkeller für Klamotten und sowas. Wird er unsere Ruhe haben oder kommen wir ins Wasser? Das müssen wir mal probieren. Ich habe die Befürchtung, dass die irgendwann am Wasser unten einfach weiterlaufen, die ganzen Stelzen dann einreißen und das alles zusammenstürzt.
Da oh, könnte natürlich was dran sein, ja. Haben wir hier Blei. Zu welchem Schatz gehen wir jetzt eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Stefans? Da müssen wir dann wohl. Das ist schon ein Stück. Weil wir im Moment gerade Richtung Schatz oder Schatz 2 zielen, wie es aussieht. Richtig. Also Schatz 2, wir haben nächsten 831 Meter. Aber das ist dann so in Ödland, ne? Ah, das ist wieder im Ödland, ne? Sind wir wieder voll am Überhitzen. Schatz 2, ja. Dann lass uns da hochlaufen Richtung Stefans Schatz. Stefans Schatz liegt wo? In. Stefans Schatz habe ich nicht. Hast du nicht? Stimmt, da warst du nicht da. Ja. Dann pass auf. Dann. Stefans Schatz, wie teile ich den? Wegpunkt entfernen, Wegpunkt verfolgen, Wegpunkt teilen. Verbündete. Ach genau. Stapans Patz. Ja, genau, Stapans Schatz. Stapans Schatz. So sieht's aus. Da müssen wir Richtung Nordosten, ne? Ja. Also gehen wir Richtung Nordosten. Oh, ich hab Hunger, sehe ich gerade. Seid ihr schon Richtung Nordosten unterwegs? Da unten rennt ihr. Noch Autos zum Auseinandernehmen? Laufen immer, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Was, Autos auseinandernehmen? Können wir machen. Fällt und fällt nicht um, die Tante, ne? Jetzt aber. Oh, die hat was zu essen dabei. Das passt mir ja genau rein, ey. Das kommt ja wie gerufen. Der Schraubenschlüssel bloß nicht so viel fucking Ausdauer verbrauchen würde, ne? Ja. Ja, ja, ja. Alles nicht so einfach. Alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Alles wird sich ändern.